So, herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 14 auf YouTube. Bei mir immer noch Mittwochabend. Aktuelle Aufnahmesession läuft. Ja, wir machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und suchen die Sämaschine. Da ist sie. So. Kurs generieren. Feld 39, Vorgewende dreimal. Überlappung, Vorgewende. Ja, mal 15%. Ich denke, das sollte reichen. Ach, scharf bitte. So. Feld 39, aktuelle Fahrzeugposition passt. Nee, geht, alles gut. Nee, ich mache immer Twitch alles als Livestream und verpacke das Ganze dann auf als Folge auf YouTube. So, gute Reise und viel Spaß. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. So. Ja, nö, dachte ich mir so, das reicht eigentlich. Jetzt sehen wir mal, wir haben schon eine volle Nutzzeitsstufe um. Gucken wir mal, schon 20%. Ah, 15 erst, Menno. Ich will nicht den Schlamm ausprobieren. Kann man nichts machen. Das kann ich nochmal schöner probieren, aber so. Kurz gucken, irgendein Helfer hatte gerade mal kurz einmal aufgeleuchtet. Wie sieht alles tutti aus? Wow, die sieht doch alles gut aus. Schön. Ach, er. Er rammt das Auto. Ja, egal. So, wir checken. Ah, so viele Zahlen. Wir checken jetzt erstmal eben die Tiere einmal ab. Das sieht, ja, ein bisschen Mischration können irgendwo vertragen und die ein bisschen Sauberkeit. Okay, mit der Zeit wieder runter. So. Ach, hier ist sogar noch die andere Schaufel. Dann nehme ich die mal hier an der Seite hin. Das Schweinefutter, Schweinefutter nicht an. Ach, die sind noch zu 100% gefüttert, okay. Na dann. Was hast du hier eigentlich zu tun? Nein, wir haben keine Hackschnitzel mehr und fast keine Leberlippen mehr. Oh, ich glaube, wir müssen uns auch dringend mal wieder um unsere Produktion kümmern. Bierproduktion dürfte wahrscheinlich auch nicht mehr laufen. Nee,
Da kann ich noch mal eben ein bisschen Weizen hinbringen. Oh Leute, ich mache schon wieder viel zu viele Sachen gleichzeitig. Ja, ich weiß nicht, der Trecker hört sich irgendwie sehr merkwürdig an vom Sound her. Ich finde den Trecker lustig. Das ist der gleiche, den wir zu Hause auch haben. Nur unser hört sich nicht so scheiße, nicht so bescheiden an, sagen wir es mal so. Aber sonst eigentlich ein schnieker Trecker. So. Wieso kann ich jetzt hier nicht abkippen? Ach so, rechte Seite. Gut. So, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich am Sägewerk noch Hackschnitzel? Habe ich am Sägewerk noch Hackschnitzel? 41.000 nur. Mist. Ich habe keine Hackschnitzel mehr. Scheiße. Ja, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Na hier, Mehl. Stimmt, das restliche Weizen kann eigentlich in die Mehlproduktion, hatte ich damals mal überlegt. Genau. Weil Malz mache ich aus Gerste immer. Und Malz habe ich eigentlich auch noch am Start. Hier ist noch einiges da und im Lager ist auch noch was. Dann hat der jetzt auf jeden Fall wieder eine Aufgabe. Industriepark, Silo Abholung zu. Produktion, Mehl, Fabrik, Getreide, Weizen. Scheiße, falsch rum. Viel Spaß. Gerd, was genau meinst du, ob ich den Autodrive von dem Server von Fat Action habe oder worauf wolltest du hinaus? Nee, das ist. Boah. Ich weiß nicht, welche Version aktuell auf dem Server drauf ist. Ich habe jetzt die RC3-Version. Ich habe schon ewig nicht mehr geupdatet. Für die Mods vom Server habe ich ja einen eigenen Mod auch noch. Damit ich da nicht durcheinander mitkomme. Ja, dann bin ich die zwei Versionen hinten. Aber wie gesagt, die Version funktioniert aktuell eigentlich wohl. Und ich würde vermuten, dass Fat Action auf seinem Server bestimmt auch die Version hat oder noch eine ältere. Ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung. Könnte ich dir am Samstag sagen, wenn wieder mit Schmabler Stream ist.
Beziehungsweise auch nicht zwingend, weil Matchmap ist ja ohne Autodrive. Erstmal eben hier den hier wieder aufdrehen. Hab ich da bestimmt auch einen Kurs für, oder? Hofsilo entladen. Na, guck mal, Kuhstallfutter. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Kuhstallfutter. Und das Ganze mit dem Netz. Mischration. Gute Fahrt. Okay, krass. So viele Verbesserungen wie Erneuerung. Ja, ich muss mal gucken, wann ich den erstmal wieder so einen Rundumschlag mache mit Autodrive und ich glaube hier von den manuellen Schläuche ankuppeln gab es auch ein Update. Muss ich mal wieder eine Rundumerneuerung machen. So, wie sieht's hier aus? Immer noch zu trocken. So, der fährt da los, der fährt da, der steht da, das auch, das auch. Ach genau, ja. Er hängt wieder hier fest. Ich verstehe sowieso nicht, woran der da jetzt festhängt. Mein Ups. Und was hängt der denn jetzt hier fest? Bestimmt an diesem Kackding, aber hier kann es komplett durch. Nein, nicht ernsthaft, oder? Der hat das ganze Fass durchfahrbar gemacht, aber hier diese Kackstange nicht. Da muss ich nochmal mit ihm reden, das gefällt mir nicht. Mann, Mann, Mann. Deswegen, da bleibt er mal hängen, sonst wird er da so durchfahren. Spaß, gute Reise. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was wir machen wollen, verdammt. Ja, ich glaube, Produktion wollte ich nachgucken. Apfel hatten wir vorhin schon gesehen, waren fast komplett voll. Brauerei tippelt noch so ein bisschen in der Bierfassproduktion rum. Kommt noch mal ein bisschen was zusammen. Dieselherstellung läuft nicht mehr. Genau. Ich wollte gucken. Na, jetzt funktioniert das hier dann nicht. Lass mal das. Global Company, wo habe ich... ja, genau. Ja, ich weiß halt nicht, ob Global Company 1. Ich glaube 1.6 oder 1.601 ist es sogar schon mit der Version von der Karte kompatibel ist. Nicht, dass da irgendwie Schwierigkeiten gibt. Weißt du das zufällig, Rolf? B69? So, mal gucken, ob die Schweinefutterproduktion schon wieder durchgelaufen ist. Die ist voll.
Ist auch noch irgendwie noch ein Fahrzeug am Hof stehen oder so? Gar nicht mehr. Nehmen wir den. Ich habe Global Company 16. Das Fund zusammen, okay. Ja, muss ich dann vielleicht auch mal updaten, Global Company, ich weiß gar nicht. Gab es da irgendeine große Neuerung? Was? Ja klar, ich habe ja auch hier die aktuelle Marsch hier mit dem ganzen Shop-Gedöns hier, mit dem Twitch da, was dazugekommen ist. Und hier mit den Ehrentafeln. Ich will hier drauf. Ich will da drauf. Nein, Schätz. Ich habe ja hier schon mein schönes Essensbrett. Oder Auszeichnungsbrett. ja. Ist schon krass, was der Fat Action so auf die Beine stellt. Das gefällt mir. So. Wir springen mal schnell hier rein. Dolly drunter gefunden und ja, Dolly ist drunter, das ist gut. Oh, schon wieder diese Punkte da. Von diesem Mod gibt es auch ein Update, das muss ich auch noch installieren. Warte mal, ich habe ja noch die andere Version. Sind die Spanngurte wirklich unten geblieben? Ja. Ja, das ist jetzt in der neuen Version von dem Unimog auch gefixt. Trag mal Miskavatu. Ich glaube, hier muss ich an diesem Mod, muss ich an dieser Mischdings, muss ich auch noch mal dran. Die braucht so ewig zum Überladen. Ich kann zwischendurch Kaffee trinken gehen, quasi. So, wie sieht's hier aus? Okay. Er ist bald das zweite Mal rum. So, wie gesagt, da fehlt mir noch überall Saatgut für. Das läuft. Da habe ich auch nichts mehr für. Da muss ich mal wieder gucken. Dann nächste Mal auf jeden Fall mal um den Erzverkauf auch kümmern. Holzstamm könnte ich den Dieselfahrer bald mal wieder losschicken, dass der alles mit Diesel versorgt. Kiesgrube läuft auch noch. Sieht auch noch gut aus. Maismehl läuft nicht. Malzerei läuft nicht. Mehl läuft jetzt wieder. Mischfutter hat leere Rohstoffe. Was hat er denn für leere Rohstoffe? Heu. Okay. Pelletfabrik läuft aktuell nicht. Rinderzucht war, meine ich, fast leer. Ja, 12 Tiere sind noch drin. Tomatengewächshaus. Zellstoff war, ja, Hackschnitzel und das war leer. Da kann man nichts machen. Mein Gott, der fährt sich aber auch zurecht, ey. Meine Güte. Aber es liegt an den scharfen Ecken. So, jetzt speichere ich das Ganze noch. Ups. F39 sehen. Ja. Meter. Das gleiche mache ich bei scharfe Ecken, dauert zwar mit der. Ja, genau. Das Ergebnis ist wirklich top. So, der hier kriegt dann F38 an 15, 15 Meter. So. So, damit kommen wir jetzt auch zum Ende der heutigen Folge auf YouTube. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao.